Ey, musst du spucken? Ich hab doch keinen Scheiß. Ey, nicht, dass hier einer spuckt. Und ihr habt gedacht, ich wär crazy, ne? Ich liebe sie und ich brauche den. Aber wenn das so nach oben zeigt, dann habe ich übelst große Beine und einen übelst kleinen Oberkörper. Lass uns doch mal alle da drauf. So, bevor nun das eigentliche Video losgeht, hier noch ein paar einleitende Worte von mir. Wie euch eventuell gleich auffallen wird, ist es diesmal wirklich sehr ungeplant und spontan. Es ist ja schließlich auch die Pilotfolge. Allerdings flutscht es nach ein paar Minuten dann doch relativ gut. In zukünftigen Folgen werden wir die Fragen allerdings aussortieren, damit wird das Ganze also etwas kompakter, denke ich. Das haben wir diesmal nämlich nicht gemacht, sondern einfach wirklich alles vorgelesen. Dadurch ist das natürlich auch jetzt recht lang geworden. Ich persönlich mag es, beim Zocken oder am PC auf dem zweiten Bildschirm immer mal sowas laufen zu haben. Und so hoffe ich, dass auch der ein oder andere von euch seinen Spaß daran haben möge. In der Beschreibung ist außerdem eine grobe Inhaltsangabe mit Timestamps. Für all die Hoden, die nicht das gesamte Video schauen bzw. hören wollen, shame on them. Ja, und nun viel Spaß beim Video. An! Intro! Feuer! Bist du bescheuert? Das ist echt lang. Action! Ach, das war's. Weißt du, wie das sinnlos... Das war's und herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Weißt du, wie sinnlos es ist, wenn ich das wirklich ohne Bild machen sollte? So innerlich. Kannst du das nochmal machen? So behindert. Mach das nochmal. Für alle mit Bild, hi. Also ich hallo. Sag einmal. Völlig planlos, Nummer 1. Keine Dildo-Klatsche, keine Vergewaltigung. Minus plus 1. Neo, what the fuck, Dildo. Neo. Dildo-Klatsche ist aber gut. So, der nächste Kommentar war Sagama, von Sagama. Haha. Sagama. 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 Was? So, dann kam schon wieder Neo. Ja, war da jetzt ein Kommentar oder war das ein Sagama? Ja, das ist nicht sehe schon, das wird top. Nee, ist aber lustig. Macht es doch live, Google Hangout zum Beispiel. Aber naja, nur Audio und Bilder ist echt schwachsinnig, wenn ihr... Siehst du, wir haben Video, hi. Jetzt haben wir Video. Aber Robin, wieso machen wir das? Ich lass das mal kurz bis lass dir nochmal ausreden. Mach das doch live. Lass dir nochmal ausreden, Kalle. Google Hangout zum Beispiel. Aber naja, nur Audio und Bilder ist echt schwachsinnig, wenn ihr oder ein Teil von euch sich alle zwei Wochen oder jeden Monat mal zusammensetzt. Und ein richtiges Video... dreht, die meistgestellten Fragen beantwortet, wäre es viel besser. Und ein richtiges Video dreht und die meistgestellten Fragen beantwortet, wäre es viel besser. So. Ja, dafür gibt's Ask. Ja, genau. Kolle. Ja. Dafür gibt es erstens Ask und zweitens das mit dem Hangout. Genau. Da haben wir ja noch einen anderen Plan. Ah. Dass wir am liebsten gerne mal mit einem Laptop live in der Stadt einen Hangout machen würden. Ich weiß ja nicht, wie es da technisch umsetzbar ist. Was? Live Hangout durch die Stadt. Und die Leute können uns sagen, ja, macht mal das, zieht euch mal aus. Alles umsetzbar. Da hätte ich richtig Bock drauf. Hätte ich auch Bock drauf. The Nobody's Forever fragt. Nee, sagt. Ich denke, ihr solltet ein Video posten in der Woche und schreien. Ich liebe Enten in ihrem nächsten Video. That's what I think. Ich liebe Enten. Das ist unser nächstes Video. Ich liebe Enten! Klingt total mit. Also, einmal in der Woche ein Video hochladen, wo wir schreien, ich liebe Enten, immer das gleiche oder immer glaub, neu. Ich glaube, die Idee wird dann nie alt. Einfach immer das zu schreien, also das gleiche Video immer wieder oder immer wieder neues machen und ich liebe Enten schreien. Keine Ahnung. Da sollten die Kommentare schon ein bisschen genauer stellen, ja. Weil wir sonst nicht genau wissen, was damit passiert. Nee, aber wir können uns gerne Ideen schreiben. Auch gerne ausführlich so. Kein Problem. Und wir machen ja auch gerne mal was. Wir haben auch eigene Ideen. Wir haben ja auch das Konzept Do It noch in der Schwebe, wo wir wirklich machen, was direkt vorgeschlagen wurde. Ja. Nennen wir es nicht Make It. Weil das schlecht ist. Super Zocki. Eine Frage zu ihm kommt auch noch. Also Super Zocki, Make Super It. Zocki hat Super gesagt. Super Zocki freut sich sehr doll. Cool. Freut mich. Wir freuen uns auch. Ja. Wir freuen uns auch über deine Frage. Wir sind eher so die Freundlichen. Red Fang Hang. Hat jemand schon mal eine Faust kassiert? So voll in die Fresse. Unf.
Den hab ich schon gelesen. Eigentlich nicht, oder? Noch nie. Also nicht mal sowas in der Richtung. Ungewollt muss man dazu sagen. Ungewollt haben wir, glaube ich, noch nie. Also als Reaktion, meine ich. Ja, klar. Also nicht meinst voll in die Fresse. Das Schlimmste hier, wo der Typ dich da weggeschubbt hat im pinken Hasenkostüm, wo du deine Freundin umarmt hast. Interessiert das die Leute, dass ich letztens einen Nazi gesehen habe, der MCM geschlagen hat? Nein. Wir kennen leider MCM nicht. Yo! Stories sind wrecking. Der Boss-Strich-Geher, Alter. Fette Green. Oh, der kommentiert ganz oft, Mann. Boss-Strich-Geher. Das ist ein guter Mann. Unser. Ich sollte das nicht sagen. Unser Liebling. Jetzt muss es an. Ich möchte trotzdem dildo-slapped werden, weswegen mich die Maße und der Benutzerstoff für jenes Produkt interessieren. Soll ja am besten hautschonend sein und keine Allergie oder ähnliches erzeugen. Würde mich freuen, falls du auf meine Bedürfnisse zurückkommst. Wollen wir einfach nicht auf seine Bedürfnisse herkommen. Dann. Wo ist denn der Dildo? Hol mal ran, den Scheiß. Keine Ahnung. Dazu sei gesagt, oder? Tatsächlich. Dazu sei gesagt, dass so eine Dildo-Klatsche echt nicht zu unterschätzen ist. Die tut wirklich weh. Da ist schon Masse hinter. Er hatte noch keine abgekriegt, mich. Können wir den messen? Ich? Ey! Wehe! Was denn? Ich muss noch zur Bad Taste Party. Jo. Soll ich? Und Michi ist. Hallo! Mach's einfach. Nein! Aber, also Anna. Boss-Strichgeher, Klatsche und so. Boss-Strichgeher ist voll der fette Fan, Alter. Ist immer am Start. Ich lese immer die Kommentare mal. So wieder nicht. Ich mache das Fenster auf. Er boykottiert hier schon wieder das Konzert. Jetzt klatsche doch mal. Das war garantiert Daniel. Ja. Daniel furzt immer. Willst du jetzt eine Klatsch kriegen? Ja. Michi möchte, dass wir hier zusammen. So, also pass auf, das, ja, ist, das, ich aber Angst. Das Ding ist circa, kannst du ja aber keine Ahnung so. Rutsch mal bitte. Soll mich vergleichen? Also, es ist echt mega massiv. Wir können mal eine Dose damit hauen. Es ist halt wabbelig, aber es scheppert richtig. Ja, es ist einfach nur übelst hart. Ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, Alter. Aber es ist echt böse, vor allem die Eichel ist halt echt hart. Das ist echt ohne Spaß, Alter. Die ist echt böse. Und ich weiß gar nicht, wie lang. Weiß nicht, kannst du so meinen Kopf so einschätzen so oder meinen Penis? Oder meinen Arm, Alter. Das ist, weiß ich nicht. Deine Faust? Ich bin echt schlecht in sowas. Was sind das? Das sind 10. 40. Das sind 10, Das sind doch keine 10. Was laberst du? Ja. Das ist echt schlecht im Einzelnen. Es sind über 30. Meine Finger sind 10, Alter. 10 Finger sind das, ja. So, das sind 10 Finger. Finger. Das sind ungefähr 10, ja, von Finger zu Finger. Das rafft dir wieder keiner. Das sind nochmal 10, sind ca. 20, Alter. Zentimeter? Ja. Ey, müsst es nachholen, Scheiße. Das sind keine 20, mehr. Das sind mindestens 35. Na, dann hol'n ran. Ich hol'n ran jetzt. Ich hab gesagt, ja, mal, Alter. Boss-Strich-Geher, Alter. Das ist nur für dich. Ich verbiete es. Warte mal, ich hoffe, wir machen es mit Video. Oder vielleicht waren es auch 20. Top-Lineal. Waren es 20? Das ist 20 oder 10? Lies jetzt schon mal die nächste vor. Es sind 24 cm. Ach. So, Pixelhunter LP fragt: Was für ein Bild klebt da so elegant an der Wand? Und warum sind eure Videos die einzigen, wo ich Jahre warten muss, damit ich's. Damit sie laden. Doppelpunkt, großes D. Das ist unser Kumpel Prinz Sanji hier oben. 35, ich hab genau richtig geschätzt. Ich will den in der Hand halten. Das ist Kumpel Prinz Sanji da oben. Den habe ich Robin zum Geburtstag geschenkt. Letztes Mal, das war echt lustig. Ja, und was noch? Urin hast du mir geschenkt. Urin. Ja, weißt du, die Flasche liegt da gerade hinter der Kamera. Weißt du, was du ihm zu, ich hab ne zu seinem Geburtstag geschenkt hast? Ja, das sagen wir jetzt hier nicht, Alter. Das ist mir peinlich. Dir ist das peinlich. Auf jeden Fall habe ich eine schöne Geschenkebox. Was waren da noch drin? Schamhaare oder? Ich weiß nicht, was es für Haare war. Ich habe immer noch einen Sex-Shop-Gutschein. Schamhaare waren nicht dabei, normale Haare. Das weiß keiner, das war ein Tütchen mit Haaren. Ein Tütchen mit Haaren? Ja, so ein kleines Tütchen, da waren Haare drin, das müsste da auch irgendwo liegen. Liegt das hier? Nein. Das habe ich euch ja nicht geschenkt. Nein, keine Ahnung, vielleicht waren es auch meine, die sind irgendwie dazwischen. Ja, das glaube ich auch. Und auf jeden Fall habe ich das mit Drehbuchseiten verschleiert. Ja, also, ne? Prinz Hanji. Vormerken, der hat das tolle Format. Und das mit dem langsamen Laden, das ist bei Gronkh genauso. Echt? Weißt du das? Guckst du Ja, das ist, wenn man übelst fame ist, dann... Ja, dann wäre das halt langsam mal. Zurzeit bist du... Der Ansturm auf die Videos ist so groß. Ja, da musst du dich halt einfach mal geduldigen. Einfach mal vorladen lassen. Oder Anbieter wechseln. So. Das ist die Telekom. Die Lyrics Maker 2009 bewundern es. Wow, mit einem Dildo jonglieren und gleichzeitig in einer Fremdsprache labern. Das ist Können. Oh ja.
Hab ich auch lange für trainiert. I'm the Joker. Hey, I'm the Joker. Ja. Mehr muss ich ja nicht können. Ich kann nebenbei meinen Namen tanzen. Mach dir mal Latein. Wieder Latein. In dubio pro rea reo. Papa Nostra, quis in celis. General Fuzzy fragt uns, mach dir mal wieder ein Video in Sommer da. Mal wieder? Der war noch nie im Sommer da, oder? Ja, ich glaube auch. Ey, mach dir mal ein Video. Tut mir leid, mach dir mal ein Video in Sommer. Achso, oh Mann. Oh, Mann. Sorry. Schreib doch mal richtig. General, mal bitte dein General Fuzzy, Alter. Weil du sagst doch sorry. Was? Du sagst doch mal, was das Problem ist mit kommt ihr mal, macht ihr mal. Tut kommt ihr mal, macht ihr mal, ja. Also dadurch, dass hör dich mal von Trailer Park Erkenschwick an. Da wird das ganz toll behandelt, Mann. Also, soll ich ausreden? Ja. Also das Ding ist, dass sehr viele sagen, kommt mal dahin, aber eigentlich fahren wir ja mehr nur in Hauptstädte von europäischen Ländern und nicht permanent in andere Städte. Gut, Erfurt und Jena, aber das ist halt in der Nähe so. Aber es ist jetzt nicht so, dass man uns buchen kann oder dass wir sonst wohin fahren. Also viel Zeit haben wir auch nicht. Das ist natürlich cool. Und im Sommer da, ich weiß nicht, da geht nicht so viel, oder? Also wenn, dann sieht man sich mal in Erfurt. Hans-Klaus Müller kriegt auf jeden Fall jetzt erstmal den Dillo für den besten Kommentar bis jetzt. Geslappt. FGGSDF. Fixus. Guter Mann. Fixus. Weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf antworten kann, weil das ist sehr informativer Kommentar, ja. Aber Develop 3773 fragt, sagt, der will gar nicht Dildo geslappt werden. Warum nicht? Ist geil, Alter. Und es ist ein gutes Video. Auch wenn du überhaupt nichts gemacht hast. Ja, ich bin halt, ich bin der Thomas Gottschalk von YouTube oder so. Genau, wir wollen dich auch sehen. Nur mit besseren Haaren. Ja. So, jetzt vielleicht mal eine interessante Frage von XX. Oh, das ist echt gut. Snooker, wie sehen eure beruflichen Perspektiven bzw. Ideen aus? Anna? Herodes? Puh, wieso nicht? Das aber schwere Kost. Naja. Das ist echt gut, finde ich. Finde ich echt gut. Ich weiß nicht, was man als Waldorfschüler für Aussichten hat. Nämlich weg, Alter. Was? Welche Schule? Als Waldorfschüler für Aussichten. Ich glaube, das haben die mitgekriegt. Du musst ihn doch nicht deswegen diskriminieren. Lass ihn doch mal ausreden. Also eventuell Bauer oder Landwirt. Eurythmielehrer. Mal gucken. Fragt euch jetzt, was Eurythmie ist. Ey, wir wollten eigentlich ernsthaft antworten, ne? Also, so ja, das na, also, ne, na, mir ist Titte. Also, unsere beruflichen Titte. Aussichten hier, YouTube-Money. Dick Business. Ja. Dick Business mit GTA-Rap und. Genau. Mit GTA-Rap? Nee, ja. Was war's? Watch Dogs-Rap. Watch Dogs. Ja. Das blende ich jetzt hier ein. Egal wie aufwendig es ist. Watchdogs. Es gibt mal zum Refrain. Es gibt mal. Auf die Watchdogs. Achso. Du kennst es ja echt. Es gibt mal zum Refrain. Scheiße. Oh nein, da kommt die Polizei. Ich drücke auf meinem Handy einen Knopf. Ja, die können sich das ja anhören, wenn ich das anhören will. Du wolltest aber live performen. Die Polizei fährt hinein. Ich bin sicher. Ich will jetzt erstmal. Ich bin Hippie. Ich wollte gerade sagen, ich will erstmal hören, was Robin dazu sagt. Genau. Ohne Spaß. Ich bin Hippie. Nee, sag mal, antwort mal auf die Frage. Wie sieht denn? Ohne Scheiß, sag mal. Wie sehen deine beruflichen Perspektiven? Ohne Scheiß, sag mal. Berufliche Perspektive Robin, ist echt ein bisschen. Sehr eindeutige Frage. Ich will es nicht so. Ja, Perspektive heißt ja eigentlich die Möglichkeiten aus einer Lage heraus. Das heißt nicht meine beruflichen Vorstellungen, das heißt berufliche Perspektiven. Und da habe ich keine. Ihr müsst bei Robin immer echt aufpassen, weil der nimmt echt so. Und was sind deine beruflichen Ideen? Ich nenne ihm gerne Goldwagen Noster, weil er echt jedes Wort auf die Goldwaage legt und echt so, weißt du? Ja, ich habe. Beim nächsten Mal dürft ihr nicht nach den Perspektiven fragen, ja, sondern ihr müsst echt richtig gut definieren, damit er genau weiß, was er antworten darf. Ja. Was sind denn deine beruflichen Ideen, Robin? Das steht doch. Perspektiven bzw. Ideen. Das ist klar definiert. Scheiße. Ach, Scheiße. Sehr so, gut mal schauen. Also ich habe schon im Kindergarten gearbeitet, auch wenn man das gar nicht glaubt. Was deine Ideen sind, nicht deine Erfahrung. Na, ja. Lies doch mal, was da steht. Na, Kinder... Kinderkrieger. Jo, mal sehen. Also er hat keine. Bis jetzt nicht.
Nee, Videoschnitt an sich interessiert mich ja schon sehr. Ja, die Frage kommt später auch noch, wer die Videos schneidet. Alter, aber was wäre, wenn ich dir jetzt anbieten würde, durch meine, weiß ich nicht, Connection, würde ich sagen, yo, Alter, ich lasse dich da irgendwo bei einem Cutter. Bei einem Cutter lasse ich da irgendwie mit rein, mit einem Praktikum und Scheiß, würdest du auch nicht ja sagen, oder? Wieso ist nicht gesagt? Hast du es mir schon angeboten? Ja, habe ich schon mal gesagt, irgendwie sowas in der Art. Hast du auch gesagt, ey, das sind geregelte Arbeit. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch cool, weil es halt Freigeist ist. Soweit das sind geregelte Arbeitszeiten, du bist nicht dein eigener Chef und so. Ich meine, das ist cool. Ist ja der Traum von jedem, weiß ich nicht. Kann mich aber nicht erinnern, dass du schon mal. Was, Polo hat denn er sich so ein? Weiß ich auch nicht. Er hat ja BP genommen. Ja, Beats per Minute genommen. Nein, hier wird keine Pause gemacht. Das wird jetzt klar durchgezogen. Hallo, One Life Industrie. Keine Witze mehr, bitte jetzt keine Witze mehr. Wie ab er geht, Alter. Keine Ey, musst du spucken? Ich hab wirklich kein Geld. Ey, nicht, dass hier einer spuckt. Und ihr habt gedacht, ich wär crazy, ne? Alter, ich stolz, Alter. Das wird schon. Ich kurz gleich. So, die nächste Frage. Ja, lies mal vor. Oder wollt ihr noch mal? Alter, ich wollte gerade sagen, können wir vielleicht auch gleich. Achso, nehmen wie immer. Dann erzählt mal. Ich finde das nämlich echt gut. Lass das mal Anna erzählen. Na, was? Okay, alles klar. Willst du was erzählen? Nicht. Du enthältst dich nochmal. Oh. Stifti? So, ja, ich bin ja gerade bei meinem Studium in Ilmenau, studiere Informatik. Arbeite auch nebenberuflich als Programmierer und ich denke mal irgendwie in die schickere Richtung werde ich da programmieren. Das machst du aber auch nur, um dein Studium zu aber zu um auch dich jetzt mal in die Falle zu hauen, als du angefangen hast, habe ich gefragt, jo, was machst du, wenn du fertig bist? Ja, keine Ahnung, mal gucken, was ich dann machen kann, so weißt du? Ja, kann ich ja dann mal gucken. Du hast aber wenigstens habe ich ja dann eine Perspektive. Aber du hast dich in diese Perspektive bäuchlings gemeuchelt reingestürzt. Ja, und du hast gar keine. Naja. Best Konter ever, Alter. Ja. Ich habe jedenfalls auch schon mal was programmiert. Ja, aber das Systemgebiet hat mir auch Spaß gemacht. Du hättest ja auch irgendwas mit Filmen studieren können. Ja, kann ich doch immer noch. Ja, aber irgendwann bist du auch zu alt. Ach, deine Mutter ist zu alt. Ja, die ist vielleicht schon zu alt zum Studieren, aber. Das finde ich auch nicht, dass man schweißen ab. Ich finde auch nicht, dass man aus Prinzip sagen kann, dass du zu alt für irgendwas bist. Ja, aber. Siehst du? Was weiß ich denn studieren? Was bei Robin ein bisschen fehlt, ist der Enthusiasmus, so, sich dafür begeistern, so, sich unterzuordnen und so. Alter. Du willst ja jetzt schon nicht mal mehr in die Schule gehen und was lernen. Im Studium wäre es genauso. Ich meine, mir geht's genauso, aber ich weiß jetzt genau, was ich will. So. Was willst du denn? Bitches. Ich habe meine fetten Ziele: Sex, Drugs und Rock'n'Roll und dafür musst du natürlich ein Studium machen, weil da habe ich nämlich extrem viel einfacher. Ich mache gerade auch mein fettes Studium. Ich habe viele Eisen im Feuer, Alter. Das klingt so versaut bei dir. Viele Eisen im Feuer und ja, machen auch Schauspielerei nebenbei und für alle, die es nicht wissen, Kika, Krimi, Erfurt. Jo. Schleichwerbung, das ist ihm immer unangenehm, aber da sind wir. Ja, weil ich sind ja jetzt hier gerade mal in der Geständnisrunde. Ich finde diese finde ich nicht gut. Okay. Meine Perspektiven. Ich habe auf jeden Fall Lust, Geld zu verdienen, weil ich finde auf jeden Fall, wenn man gut Geld verdient oder gut Geld hat, dann hat man weniger Probleme und kann mehr die Sachen machen, auf die man Bock hat. Das hört sich jetzt immer sehr kapitalistisch an und so, aber ist so. So, Robin. Nämlich Faggot. Was ist die nächste Frage von dir? Ich dachte, oder? Haben alle was dazu? Ich kann auch lesen. Gunnar irgendwas oder was ist das? Gunnar 619. Ich habe es mittlerweile als Normalität akzeptiert. Das will ich nicht ausreden. Ja. Ich habe es mittlerweile als Normalität akzeptiert, dass du die ganze Zeit mit dem Dildo jonglierst. Ja. Also eigentlich fände ich zumindest cool, wenn wir den irgendwie in jedem Video einbauen, aber das schafft man halt nicht. Also ich finde das lustig so als kleines Maskottchen, oder? Ich meine, es ist ein Dildo. Ja, und er wird nicht zensiert auf YouTube oder irgendwie ab 18 eingestellt oder so. Das haben wir ja extra getestet vor dem Prag-Video. Was ist das so? Wenn ich den Clip noch hab, blende ich ihn vielleicht jetzt mal ein. Ja. Okay. Soll ich? Ja. Warum muss ich das immer machen? Das sieht so geil aus, Alter. Würde mich mal interessieren. Ich kenne sie nicht. Echt? Mit offenem Fenster? Ja. Vor zwei Tagen hat der Erik Türnwall gefragt, Will... das ist Englisch. Nächstes. Das ist Englisch, scheiße. Dagriasnant.
Robin, wann kommst du nach Miesbach für deine Sprite? Robin. Ach so, ja, mir wurde erst ein Bier versprochen und habe ich gesagt, ich trinke aber kein Bier. Und da wurde mir eine Sprite versprochen. Aber Miesbach ist jetzt auch nicht die größte Metropole Europas. Du hast auch keine Idee, ne? Von daher, aber wenn es uns da mal hinführt, Miesbach, ich habe nicht geguckt, keine Ahnung. Das klingt nicht sehr groß. Wo ist denn Miesbach? Es macht halt wenig Sinn, in kleine Dörfer zu fahren, dann doch eher in größere Städte. Das wäre eine wichtige Frage, wo Miesbach liegt. Ja, keine Ahnung. Wenn wir jetzt vielleicht hier ein Alter, Google Maps oder so. Ich muss die Scheiße dann schneiden. Ich wollte hier gar nicht so viel schneiden. Ja, kann weiter. Ja, klar. Dann kann ich nicht lesen. Kann ich weiter? Kann ich nicht lesen. Peroxyacetylnitrat fragt. Warum spackst du es ab, wenn du Englisch redest? Why are you baconing around? Das ist Englisch. In English? Ist ja, auf beiden Sprachen. Englisch wird ignoriert, Mann. Warum spackst du irgendwas ab, wenn du Englisch redest? Keine Ahnung. I talk in English! Ich sag das ja sogar in dem Video, Mann. Ich, also so richtig viel und aktiv Englisch reden habe ich ja jetzt länger nicht gemacht. Und deswegen der Duft des Sieges. Komisch und deswegen. Aber es war lustig, hat mal wieder Spaß gemacht. Englisch zu reden oder dabei abzuspassen? Also bist du ab? Beides. Ja. Abspaßen macht immer Spaß. Gut. RCF Light Adventures fragt, ich habe Angst vor der Dildo-Klatsche. Du auch, du zitterst nämlich. Ich auch, ich habe die ganze Zeit, ja, ein bisschen besser. Dann fragt hier der Hans Schnitte, warum, woher kannst du so gut Englisch sprechen? Schule. Tja, das nee. War die Antwort. An sich sagen bestimmt dann viele, ja, Teamspeak und so und zocken und so, ne? Ja, ich zum Aber Beispiel. Aber ich muss sagen, Shoutout an Frau W. Die hat echt ordentlich Englisch educated, ey. Wenn sie mal nicht Job. Ausgerutscht ist und sich das war sehr geil. Gebrochen ja. hat. Ja, wir wollten trotzdem nicht, dass sie zum Unterricht kommt. Und der Plan war, ein Stück Käse auf die Eis, auf die zugefrorene Pfütze zu legen, damit sie dann da das Essen sucht und ausrutscht und sich die Hüfte bricht. Hat sie geklappt? Das war der Plan, nein. Oh. Ein Stück Käse, Junge. Also die Lehrer zu kriegen. Egal. Also sollen wir den aufheben, oder? Ja. Okay. Ja. Ja. Dann fragt Let's Play MHP 3rd, woher habt ihr den Dildo? Kalle. Das ist eine sehr interessante Frage. Was steckst du da? Da war gerade ein Popo. Ja, Popo. Ich habe hier in Weimar gibt's so eine Location, einen Kasselturm und weil ich ja so eine kleine Partymaus bin, habe ich den gleich mal gemietet zu meinem 18. Und ich ja so viele Leute hier kenne, damit die da auch alle reinpassen. Und da gab es eine fette Party und da haben sich hier die paar Waschlappen, die ich meine Freunde nenne, haben sie dann gedacht, ey, schick mir dem Kalle mal was richtig Ordinäres. Was richtig Geiles. Ich meine, ja, du hast ihn immer noch. Ja. Und der ist immer noch geil. Ja, also ohne Spaß. Also, ja, man. Also Robin hat sich auf jeden Fall so hingestellt, hatte den in seiner Hose. Nee, aber alle fünf haben sich hingestellt. Und standen so da und er hat gesagt, so, du musst dein Geschenk jetzt erfüllen. Und die haben natürlich instinktiv natürlich sofort an Robin, in Richtung Robins Lenden gefasst. Ja. Und gleich gefunden, ja. Ja, und wir haben ihn immer noch. Und zwar echt, weiß nicht, eine der besten Entscheidungen gewesen. Ich mag den echt, ist echt geil, Mann. Aber deswegen wurde er auch nach mir benannt, halt, Excalibur. Und der war schon überall mit Prag, Paris, ja. Berlin, Köln. Der hat's durch, ja. Aber er wurde noch nicht einmal zweckgemäß benutzt. Ja, das stimmt, das wird auch. Wer legt denn bitte fest, wann, was zweckgemäß? Ja, wer legt ja. denn das fest? Bitte, was bei der zweckgemäß benutzt? Ja, was zweckgemäß ist. Benutzt? Ich meine, er sieht aus wie ein Schwert. Wer sagt nicht, dass der Zweck ja, ist, jemanden stimmt. aufzuspießen? Wer sagt nicht, dass man mit einem Schwert eigentlich. Scheiße, mit einem Schwert spießt man nicht. Das kämpft man. Da fuchtelt man. Ja. Ich weiß nicht, ob der Englisch ist. The Pimp for. Du weißt nicht, ob es Englisch ist. Schreibt Dildo. Ja, haben wir ja genug gesagt. Ja, also hier ist er, hier siehst du ihn. Ja, das ist er. Psykeditz antwortet auf Zero Tunes mit Beste. Das ist die Frage, die 8 Daumen hat. Ah, die. Was haltet ihr von Evolve's Games? Portal 1,5, Half-Life 1,5, Portal 1 und 2. Also Portal 1,5 habe ich noch nie gespielt. Ja, Half-Life 1,5. Nee, ich habe tatsächlich all die Spiele, die da gelistet sind, gespielt. Ja. Anna, willst du anfangen? Ich, ja. Du hast länger nichts gesagt. Warte mal, welches Spiel hast du überhaupt gespielt? Portal 1 und 2. Ja. Mit dir aber, zusammen, auch ja. Portal 2. 2 haben wir im Koop gezockt.
Ich habe da eben. Und Portal 1 hast du abgebrochen, glaube ich, oder? Ja. Also, es sind echt gute Spiele gewesen. Ich habe beide gespielt, ist echt ein. Portal 1 und 2 gespielt, ist echt ein kniffliger Rätselspaß. Ja. Alter, Robin, jetzt okay. Kann ich. Ich will aber ernst bleiben, wenn sowas. Ja. Half-Life aber nicht. Half-Life hast du nicht gespielt, das leider ist schlecht. Nicht. Ja, kauf mir Kinder eine PS3 oder eine Xbox. Kalle ist schon wieder abgelenkt, der macht Bitches. Ja, ich spiele nur Left 4 Dead 2, das ist das einzige, was ich gerne. Das spiele ich auch schon seit ein paar Jahren. Echt wieder. Aber jetzt zur Zeit Studium und alles, was da so drumherum ist, so habe ich echt. Weiß nicht, keine Zeit. Nicht mehr so viel auf jeden Fall. So. Jo. Also ich habe alle Half-Life-Teile gespielt. Alle ich habe zwei. Auch, ja, und die ganzen ja, gut, DLCs die, ja, und ja, was da nicht alles dabei ist. Episoden. Lost Coast und. Und natürlich habe ich auch Portal 1 gespielt und Portal 2 und Left 4 Dead 2 habe ich auch mal ein bisschen, also, aber... Left 4 Dead habe ich nicht, ne? Du hast alle durch, oder? Also was Left 4 Dead 1... Team Fortress ja. Gibt's noch, Team Fortress. Ja. Team Fortress habe ich auch gespielt, auch öfter. Ich finde die eigentlich, diese Spiele finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen alle und ich mache weiter so Wolf. Ich muss da auch mal eine Lanze für brechen. Das sind alles Top-Spiele. Besonders Half-Life 2 ist definitiv der beste Shooter, wo gibt. Half-Life 1 finde ich etwas überbewertet, aber ich habe mir extra Black Mesa runtergeladen und habe das auf dem PC gezockt, obwohl ich nie auf dem PC zocke. Wer muss es ihm einrichten? Aus Prinzip. Laber nicht. Nein, nicht aus Prinzip, sondern aus Steuerungsgründen. Mhm. Ja, definitiv. Weil das nicht kann. Dann fragt der, oder der Apocalyptical Fury äußert sich. Ich mag die Idee. Deswegen auch gleich eine Idee zum Diskutieren für den Podcast. Bitte macht doch neue Videos im alten Stephen Heiko, dem Amazing Gormel. Oder kombiniert diese beiden Charaktere mit dem neuen und stellt einfach ganz zufällige Dinge an. Gut, dass du fragst, sagst. Weil gerade heute haben wir für den Gormel gefilmt. Da kommt demnächst ein vollwertiges Video. Mich würde mal interessieren, wenn wir wieder Kim grüßen. Ja, Grüße an Kim. Kennst du überhaupt Kim? Ich nicht, nö, aber ich mochte das. Kim Kardashian. Schön. Dann bist du mit der Knabberkeks, das ist eher Englisch hier. Frankie Schitter war... Nee, der hat... Lass doch mal Robin gemacht. Jetzt ab. Ach so, Frankie Schitter ist ein Deutscher. Willst das ist ein guter Mann. Ich kann es auch lesen. Ich kann auch mal... Oder ich mach's gerne. Das ist eh jetzt voll schwer. Oder ich nicht lesen? Ja, also... Ich lese also, nicht. Das ja nicht du kannst einfach nicht lesen. Dieses Rungeäugel. Wo bist du bei Frankie Schitter? Ja, Frankie Schitter, guter Typ. So, Frankie Schitter sagt... Live-Podcast for the win. Alter, was hast du für eine Rechtschreibung, Junge? Also, außerdem, Mischu with random top. Topic, oder? Top X. Top would X. be Topics. Great. Ja. Damn it. It's not solicit. Alter. Ich glaube, also der Beste, der solche Texte lesen kann, ist wirklich in dem Fall der Robin. Nein, ich würde es hinkriegen. Ist doch if anyway. But worth of. Worth of drei Mann. Der schreibt einfach nur Englisch, aber halt Deutsch, weißt du? No one is going to understand this comment, but worth a 3. Also give me the dildo clutch anyway. So. Oh Gott. Ey, die Nachbarn. Ich vergessen, Alter. Ja, das ist Englisch. So, was sagen eure Eltern zu euren perversen Einlagen in den Videos? Dildo, Orgie der Pinken und so weiter. Danke, macht weiter so. Welche Orgie der Pinken? Ach, wenn die Pinken sich immer gegenseitig rapen. Dein Vater kennt gar nicht so, was wir machen. Mein Vater hat mich heute das erste... Mein Vater hat letztens das Joker-Kostüm da liegen sehen. Und er hat mich gefragt, was habt ihr damit vor? Mein Vater ist über 60, muss ich dazu sagen. Und ich habe gesagt, wir gehen Leute erschrecken. Also, das glaubst du auch selber nicht. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie mein Vater darüber denkt. Also, der weiß gar nichts. Also. Da täte ich mich jetzt an. Die zwei wurden in Ask schon beantwortet, die Frage. Ja, das stimmt. Ja, und meinen Eltern, denen habe ich auch letztens die Videos gezeigt von den Prank Compilations in den Hauptstädten. Mein Vater fand das recht witzig, was wir da machen und unterstützt das auch. Deswegen können wir auch immer mal wegfahren und Scheiße bauen. Heide Witzka. Ja, und meine Mom, die ist immer, die will immer nicht so ganz zugeben, dass sie das eigentlich lustig findet. Jo. Warte mal. Ich bin verrutscht. Nee, doch. Woher? Ach nee, The Eyebrow Dancer. Ich habe eben nicht vorgelesen, dass das Knabberkeks 300 war. Woher verdammt nochmal habt ihr diesen fucking riesen Dildo? Haben wir schon beantwortet. Was macht meine linke Nuss? Fragt ja Blatschka.
Und zwar macht die gerade rumliegen. Funky Shit hat hier nochmal kommentiert. Ich habe gesagt, jemand ist cool und zwar Psychedits. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber klar, du hast kommentiert, du bist cool. Ich bin der Dildo-Werfmeister, Respekt. Ja. Ja, hier ist doch mal wieder eine gute Frage vom selben, nämlich Bagelboller oder so. Wie wird das entschieden, wer welchen Streich macht? Oh, das finde ich gut. Das ist eine gute Frage. Da kam es nämlich bis jetzt noch nie zum Zwister, außer bei Weihnachtsmann. Hey, wer hat bei Weihnachtsmann gezwistet? Kalle hat gezwistet. Der hat dann gesagt, ich will auch unbedingt den Weihnachtsmann machen. Und Sky geworden, Sky geworden. Ist übelst geil geworden. Bei mir wäre es natürlich also. Nicht so gut. Generell gilt doch eher, oder? Wer die Idee zuerst hatte. Oder zu wem es halt am besten passt. Oder wer es halt am liebsten macht oder am geilsten kann. Also Kalle hat als erstes gesagt, ich will Joker machen. Macht der Joker, Feuer frei. Sowas wie Gormel zum Beispiel, dann mache ich halt seit der 5. Klasse diese Kreatur. Von daher mache ich halt Gormel. Und ja, eigentlich wird es danach entschieden, oder? Also da gibt es keine Prozedur, kein Ritual. Es wird ausgeboxt oder so. Ja, der wollt, Finger sieht eklig aus. Ja, das hier habe ich mir verbrannt und drauf. Ich habe heute die Tür davon. Ja, das sind schon zwei Türen vor diesem Finger, ja. Also das ist, aber er war selbst dumm. Meine Stimme versagt gerade ein wenig. Willst du da mal vorlesen? Nee. The Dark T09 fragt, wollt ihr den Podcast über iTunes veröffentlichen? Wahrscheinlich bleibt es beim Videoformat, wir werden mal sehen. Ich werde es wahrscheinlich nicht in komplett HD rendern. Mal sehen. Ich habe keinen Bock, solche Riesenvideos hochzuladen. Sind in Zukunft noch weitere Projekte geplant? Fragt dieselbe Person. Scheiße. Wahrscheinlich, ne? Also jetzt eigentlich ist immer was geplant. Ja, also das stimmt, also geplant ist wirklich viel. Und jetzt eher mehr noch als die letzten Wochen. Also, ja, was wir geplant haben und nicht angefangen haben, das ist ja richtig viel. So. Da ist ja noch Teil 3 von ganz vielen Sachen. Ja, Teil 3 sowieso. Auf Ninja habe ich zum Beispiel genau, ich will mit dir zu zweit mal Ninja machen. Der Troll muss ja auch mal irgendwann. Haben wir genug Kostüme? Und Trolling Singer muss demnächst mal wieder kommen, da das Wetter wieder gut ist, weil das ist echt cool, das Video. Und ja. Ja, und Amsterdam ist auch demnächst irgendwann geplant, eigentlich. Geplant. Aber geplant ich dachte, halt. Alles ist geplant. Die Frage wegen Rom und Amsterdam gemacht, wo Rom mehr Stimmen hatte, um rauszufinden, ob wir nach Rom oder Amsterdam fahren. Nee, die ist ja nicht repräsentativ. Okay. Gut. Rush mal ein bisschen. Welcher ist es? Der nächste? Der hier. Sockenspiegel, ist dein Videoformat Meinungsminute erstmal aufs Eis gelegt? Nein, es ist nicht. Da kommt halt einfach nur was, wenn ich gerade eine Idee dazu habe oder so. Alles cool. Oh, das ist hier Thema. The Dark T09. Was haltet ihr davon, dass Giga Mediakraft beigetreten ist? Erstmal das beantworten? Nee, erstmal komplett vorlegen. Ich fand es zuerst im Gegensatz zur restlichen Community überhaupt nicht schlimm, da sie auch immer wieder betont haben, dass sich im Grunde nichts an den Videos ändern wird. Aber mittlerweile nerven mich einige Kleinigkeiten schon ein bisschen, zum Beispiel die Thumbnails. Ich habe mir schon seit langer Zeit angewöhnt, keine typischen Mediakraft-Thumbnails anzuklicken. Auch die regelmäßigen Formate wie die News und so weiter gefallen mir nicht mehr so. So, was haltet ihr von dem Mediakraft? Mediakraft! Mir ist das übrigens aufgefallen. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde es halt ein bisschen umgeschnitten und das ist. Man merkt es am meisten am Ende, wenn sie dann immer sagen, ja, hier, da klicken und das klicken. Das stimmt. Aber jetzt hier klicken. Herodes. Sein Channel zu. Wessen Channel? Herodes sein Channel. Hier klicken. Das muss ich piepen. Ja, das vergesse ich nicht. Ganz viel piepen. Das vergesse ich nicht. Ja, ihn muss immer piepen. Egal, was er sagt. Was, wenn er. Herodes. Sagen? Jedes Mal, wenn du Mund aufmachst. So. Also noch sind es Kleinigkeiten, wenn es. Das jetzt auch. Also. Ja, das Entscheidende sind ja die Inhalte und also. Ich finde auch die aber das finde ich von dir auch ein bisschen oberflächlich, wenn du wirklich nicht draufklickst, nur weil das so Thumbnails sind. Und ich finde auch, die haben sich nicht so großartig verändert. Wenn dann eher die Titel, die Thumbnails eher weniger, glaube ich. So, und hier drüben schüttelt jetzt aber jemand den Kopf. Die Inhalte. Ja, Kalle, was sagst du dazu? Nee, du also, disagreest? Ey, mach das, worauf du Bock hast, Alter. Check. Wenn du nicht draufklicken willst, klick nicht drauf. Ich meine, die Videos. Weißt du, du machst ja selber ein Bild darüber, wenn du das Video anguckst, weißt du ja, ob besser oder schlechter geworden ist, hast du auch selber gesagt, ne? Ja, das ist aber im Prinzip, was ich sage. Also soll er lieber das Video anklicken und dann sich die Meinung bilden und nicht grundsätzlich nicht drauf. Ich würde ihm nicht vorhalten, was er machen soll, sondern mach einfach selber
Das sowieso. Digga, lebe dein eigenes Leben. Dein eigenes Leben. Hör dich auf Robin. Richtig, immer. So. 13 Remark 37. Es tut mir so leid, dass ich mit dem Comments schreiben gewartet habe. Der schreibt auch öfter. Ja, bis mir das Video ganz angesehen habe. Aber hier ist es ja jetzt. Also bitte schreib, bitte schlag mich nicht mit Dildo in ein Wort. Ohne. Was? Egal. Ich finde es toll, dass ihr auf die User-Reaktion reagieren wollt und nicht nur eine egoistische schwarze Box seid, die sich an User-Comments labt und den Abonnenten nichts zurückgibt. Das war zwar hauptsächlich Schwachsinn, darum Prost. Ja, das letzte kann ich jetzt einfach bestätigen. Weil ich meine, man gibt denen ja was zurück, wenn sie einen abonnieren, weil sonst würden sie einen ja nicht abonnieren. Man sagt ja nicht, ich sauge meine Abonnenten aus. Wir sagen grundsätzlich nie, abonniert uns. Pa. Weil wir nicht cool sind. Nein. Aber es würde keinen großen Unterschied machen, wenn wir das machen würden. Oder? Na und? Aber ich finde es auch cool, ja. Weil, Kalle 2 ist. Kalle brauchst du 2? Kommst du nicht klar mit dem Kurzschluss abonnieren? Ja, es geht ja Technik, der Float. Da draufdrücken. Nee, ich hab die Frage nicht gelernt. Da draufdrücken. Das macht wo willst du hinzeigen? War die Frage jetzt. War die Frage durch? Da. Das ist auf meiner Brust? Nein, ja. Der ist ja unter. Drückt auch an das Brust. Unter Video. Ja. Soll ich was Geld drauf verlinken? Mach mal weiter. Können wir was auf meine Brust? Dark T09. Rocket Beats oder Giga? Oh. Giga. Ich habe keine Ahnung, was Rocket Beans ist. Das ist der YouTube-Channel der alten Game One-Leute. Der alten, der aktuellen Game One-Leute. Okay. Erkennt ihr alle nicht? Nee, ich kenne den Channel nicht, aber Game One sagt mir was. Ja. Erstmal ist Rocket Beans gerade seit irgendwie 3-4 Monaten down. Da kommt gar nichts mehr, soweit ich weiß. Und zweitens mal Giga definitiv. Ja. Auch rein von den Formaten her. Was ich sagen muss, Nils Bomhoff ist ein cooler Typ. Also damals schon und heute immer noch. Ich kenne die Leute von Rocket Beans jetzt nicht, aber die Giga-Leute sind auf jeden Fall richtig korrekte Leute. Und das, was wir haben, diese Connection zu Giga, ist auch nicht irgendwie so ein vertraglicher Schwachsinn oder Scheiße oder so, was ich echt mal hervorheben will, sondern es ist halt echt auf freundschaftlicher Basis, was halt richtig geil ist. So. Und auf nicht irgendwelchen, keine Ahnung, Alter, ihr macht das und dafür machen wir das, das ist richtiger Bullshit, sondern wir sind echt so fette Kumpels, ey, machst du mal hier und so. Das Fett einsaufen. Ja. Matthias C. schreibt, yeah! Und Alter, und er hat einfach mal Beavis als sein Profilbild, Alter. Ein Conodio, an den Tipi von meinem Bungalow! Ne? Müssen wir mehr Beavis und Butthead gucken. Ja. Kalle hat mich mal gezwungen, ganz viel zu gucken. Er war auch lustig, oder? Ich kann mich nicht so dran erinnern. Ein Conodio, an den Tipi von meinem Bungalow! Ja, Mann, Dings für Handy! Was? Dildo. Hat Dildo gesagt, Mann. Also. So. Swordmaster 2404. Versuche, den herumfliegenden Dildo nicht anzusehen. Ab geht's. Hol dir das Ding, los geht's. Jo, lies schon mal den nächsten vor. MM like a boss. Schreibt, wer hätte das gedacht? Dildo. Ha. Ja. Muss mich ansehen. So schlecht, Junge. Rio 06150 sagt, was Englisch ist, deswegen überspringen wir den. Achtung, jetzt kommt dreifach. Dildo, das andere hat auch Dildo gesagt. Execute HD. Ich fänd's nice. Und meine erste Frage, könnt ihr mal sowas wie, wenn ich du wäre, drehen? Ich meine, ihr braucht keine Kostüme oder sowas und ich denke, bei den Zuschauern kommt das gut an. Also erstmal finde ich das Wort drehen echt so übelst. Drehen im Sinne von Film. Ja, genau. Meinst du Kacke? Ja, nee, nicht Kacke. Aber es ist halt. Klingt professioneller. Klingt übelst professionell. Also, ihr müsstet uns echt mal sehen, wenn wir loslaufen. Wir laufen echt quer durch die Pampa und sagen dann, ey, schmeiß mal die Kamera an und dann machen wir eine Scheiße so. Also, es kommt echt. Es ist echt weit entfernt von professionellen Drehen oder sowas. Also, da gibt es echt YouTuber, die sich da, weiß ich, bestimmt so 20-fache Mühe geben und 20 mal so hohen Aufwand haben wie wir. Naja, vom filmischen her. Also. Aber wie ist das dann mit dem, wenn ich du wäre? Also wir haben ja schon Nachbarn. Post. Danke. Mit dem Pink Battle finde ich das ziemlich so. Erstmal ist Formate kopieren halt. Das ist uncool. Genau, es ist halt. Unkreativ. Ja, ich persönlich stehe auch mehr auf. Naja, sowieso sind wir eigentlich immer bemüht, Videos zu machen oder halt Charaktere, Figuren, was weiß ich, die noch nicht da waren und auch so Sachen machen. Aber wie gesagt, Do It als Format, wo wir machen, was in den Kommentaren vorgeschlagen wird. Gesundheit! Die Idee kam nämlich, weil viele unter Ask so formuliert haben,
halt geschrieben, traut ihr euch bla 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 zu machen, als Frage natürlich, aber das einfach dann zu machen wäre ja lame, weil Ask soll ja auch kreativ sein irgendwo. Und deswegen als Ersatz dafür eventuell sowas in Zukunft. Mal schauen. Nicht? Was sind denn da für Fragen? Traut ihr euch Klingelstreich zu machen? Ja, da irgendwas mit Ballerina-Outfit, Rap, ja, oder meine auch Ponys-Song singen, irgend sowas, keine Ahnung. Ey, was? Ging es jetzt noch um Wenn ich du wäre? Ja, nein, nein, so ähnlich. Okay, okay. Also ihr müsst halt auch dazu überlegen, bei Wenn ich du wäre, das ist halt auch eine Show, ja. Es ist Setup, es ist halt viel gestellt so, es ist einfach so. Am Ende viele Sachen, was ich vielleicht mal aufgefallen ist, manchmal ist es so, dass die einfach so viel machen, dass dann die Redaktion jetzt zu dem einen sagt so, du machst jetzt mal sowas Hartes, was du auf keinen Fall machen würdest, dass du auf jeden Fall jetzt verlierst so. Das ist halt die Show, das haben wir halt zum Beispiel nicht, weil wir machen halt wirklich... wir keepen es real. Bis wir sterben, Alter. So, Highflyer, X-Highflyer. Mit einer 3 in dem E sagt, wo ist meine Dildo-Klatsche? Oh, Moment, das hier ist ja ein Kommentar. Ja, toll. Yo, der nächste finde ich richtig gut. Ich hoffe, du stirbst an AIDS. Ja, das ist, geschrieben? Ja, das ist eine Antwort auf... es war ach, auf Heil Hitler. Genau, war eine von Candetta OOC und zwar auf den Kommentar von MA371CW5, die hat nämlich Heil Hitler geschrieben. Was ich jetzt persönlich nicht schlimm finde, weil ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass diese Person das nicht aus überzeugten, fundamentalen Gründen geschrieben hat, sondern einfach aus Spaß. Und ich finde sowas. Ich sag auch öfter mal Heil Hitler aus Spaß. Weil ich sag auch am Telefon als Verabschiedung gerne mal reingehitlert. Das oder, ist ja oder ich singe Heile, Heile Hitler und dann bleibt das Ganze. Ja, das ist okay. Heile, Heile Hitler. Heile, Heile Hitler. Also ich finde, das Letzte, was man nicht machen sollte, ist aus Prinzip einfach das nicht keine Witze drüber zu machen. Das finde ich ganz großer Schwachsinn. Weil erstens ist es unglaublich lustig, sich über alle möglichen Stereotypen, über das Dritte Reich, über alle möglichen Sachen sich da lustig zu machen. Ja, deswegen sollte man da nicht die Grenze ziehen, so. Weil Spaß ist Spaß, so. Und es wird für mich kein Nicht-Spaß, nur weil es sich um das und das Thema handelt. Ich kann über fast alles lachen, was lustig ist. Ja, Mann. Du noch was zu Herr Hitler? Herr Hitler, gute Sache. Jetzt wollte er das hier an der AIDS sterben. Hier, dein Scarfreund, Alter, den kannst du mal Scarfreund 91. Ja, ich kannte den Namen ohne hinzugucken. Ich bin so gut. Seid ihr in Weimar und Umgebung schon bekannt und erkennt man euch? Den hab ich noch gar nicht gelesen. Oder ist das jedes Mal eine neue Überraschung für die Leute, wenn eure Rasselbande dort antanzt? Schön wär's. Warte, dann danach so. Kommt noch, also erstmal das beantworten. Da wir in Weimar sehr viele Touristen haben, das ist das Glück, kennen uns gar nicht so viele. Die jungen Leute kennen uns, aber ich fände es persönlich besser, wenn uns keiner kennen würde in Weimar, weil dann gerade aus den Gründen, die du sagst, dann kennt uns halt keiner und keiner, jeder ist überrascht, wenn er das erste Mal sieht. Was natürlich schon öfter passiert ist, wir wollen was filmen und dann kommt alle 3 Minuten jemand an und kennt Robin. Oh ja, cool, kommt an und wir können nicht filmen. Dann wieder... Oder kommt wieder einer, der Kalle kennt. Oh, cool, ja. Und dann oder irgendwelche kleinen Kinder laufen uns hinterher, weil wir halt gerade verkleidet sind. Ja, das ist auch ein bisschen, sowas ist ein bisschen nervig, aber... Aber das Gute ist halt, dass wir sehr viele Touristen haben. Und ansonsten fahren wir auch nach Erfurt oder Jena oder andere Städte. Jo. Und noch eine Formatidee. Wie wär's, dass ihr geklaute Formate klaut und diese eventuell eine parodistische Ader verleiht? Natürlich alles unter... einem humoristischen Aspekt. Oh, von mir aus auch relativ spontan mit etwas geistigem Durchfall. How Animals Eat Their Food Nations? Ja, machen wir doch schnell mal. How Animals Eat Their Food. So, das hätten wir auch, das hätte man prima eigentlich public machen können. Ja, dasselbe. Aber das haben wir nicht gemacht, weil das ist uncool. Oder? Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Ist das halt, also dieses ganz offensichtliche Hype ausnutzen. Das haben wir nicht nötig. Das haben die wenigstens nötig. Ach so! Ach so! Jetzt verstehe ich das erst. Jo. Hier sind ein paar englische Penis, haben wir noch hier von The iPod Tweaks. So. Warum werden die englischen ignoriert? Die kommen ja später. Ach so. Seit wann fährst du Skateboard und wie bist du darauf gekommen? Hast du vor, professionell zu fahren? Also mit Sponsor und so weiter. Das wäre natürlich an sich ziemlich cool, das kann ich aber, glaube ich, vergessen. Da bin ich definitiv nicht gut genug. Und angefangen habe ich mit
11 oder 10 oder so, aber nicht so richtig. Ich bin erstmal nur im Sitzen gefahren und so richtig fahre ich seit Ende 2005. Das hat geklopft. Jetzt gar nicht, ignorieren. Okay. Ja, die anderen sind auch schon mal Skateboard gefahren. Ja, scheiße. Ja. Die fahren also, Skateboard. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wann es so angefangen hat, 2006, aber... 2006, oder? Auf jeden Fall in der 5. Klasse, 5., 6. Okay. Klasse. Dann nicht 2006. Kam ich dann mit Patrick so ein bisschen dazu und dann noch mit Robin und ja, seitdem... Patrick ist... Wer auch immer Patrick ist, Patrick ist jetzt... Hallo, Grüße an Patrick an dieser Stelle. Und dann sind wir halt immer mit Robin ein bisschen gerollt und aber jetzt, seitdem ich dann am Studium bin, bin ich nur noch ab und zu mal gerollt und nicht mehr viel mit Tricksen und so. Und Robin ist natürlich der Beste von uns, also dass ich mal professionell gesponsert werde, ist wohl weit in der Ferne. Mein Name ist da entstanden beim Skaten, Mann. Das stimmt. Ja, erzähl mal. Kalle heißt Kalle, weil wir in Mühlhausen im Thuringer Skatepark waren und da war ein irgendwie der Vize-deutsche Meister im Wird fahren für alle Nichtwissenden, also im Halfpipe fahren macht. Und der hieß Kalle. Und weil Kalle damals so schnell auf dem Skateboard gelernt hat, haben wir ihn auch Kalle genannt, weil übelster Meister und so, weißt du? Und das war auch irgendwie so 2006 rum, glaube ich. Ja. Die nächste Frage war, warum seid ihr so verrückt? Die habe ich noch im Kopf. Er macht das gerade wieder ganz, was ich zerstört habe. Ja. Au. Das musste sein. Tut mir leid, du wolltest mich nicht. Ja, du wolltest doch mich so behandeln. Ja, ich wollte dich behandeln. Was, warum seid ihr so verrückt? Von? Von der Android Leica. Du siehst du. Danke. Wir sind doch gar nicht, also so verrückt sind wir gar nicht. Wir sind ja auch hier jetzt ganz schön. Warum sind wir so verrückt? Wir sind nicht verrückt. Wir haben bloß andere Sichtweisen als, ich sag mal so, der normale gesellschaftliche Standard in Deutschland oder auf der Welt. Anna hält sich für verrückt. Anna ist tatsächlich schon ein bisschen, also... Anna ist für ein Mädchen ziemlich cool, muss man so sagen. Ja. Verrückt. Ja. Anna trinkt euch auch alle unter den Tisch. Anna hat mir übrigens nicht geil. Obwohl, das wäre doch mal was. Anna gegen Kalle saufen. Ich hau jeden Also ich Fall muss, ich gehe nachher noch Party machen. Wir wären die besten. Können wir gerne aus der Kalle. Das wäre so geil. Wir würden uns nur noch lachend in den Armen liegen und ein bisschen singen und Backstreet Boys und... Das wäre schon ziemlich cool. Ihr könnt euch ja dann anschwulen. So, Lukas Hempel fragt... Warum stehst du vor einer weißen Wand, auf der nur ein einziges mit Paketklebeband befestigtes, an der Ecke abgerissenes Kackbild von einem Typen hängt? Wer ist das wohl? Ach, Prinz Sanji. Prinz Sanji, der gibt mir einfach Kraft. Jo, Prinz Sanji. Der Shibuddha. Ja, der strahlt hier einfach. Ja, also wirklich, dieses Bild bedeutet mir so viel. Und ich meine, gerade dadurch, dass es einfach nur ranzig mit Paketklebeband da klebt, es ist einfach... Verleiht mir Stärke. Aber wie ist das überhaupt da hingekommen? Also warum? Das hat mein Freund schon. Ja, zu meinem Geburtstag. Doch mal ich habe das sofort da angehangen. Ich muss dazu sagen, da, als ich das ausgedruckt habe, da war der Drucker auch schon halb leer. Aber ich muss das Robin einfach schenken, weil ich wusste, er fährt voll aufs Prinz Sanji ab. Prinz Sanji ist echt mein Homeboy. So, Timbro14 sagt, I don't want a slap. Oh. Das hast du selber gemerkt, ne? Das hat man selber gemerkt, die Frage war Englisch. So, dann sagt KKC 1918, hat Anna früher eine Zahnspange getragen? Nein, niemals. Warum denn, Anna? Weil du so perfekte Zähne hast? Ja, oder weil warum ich so perfekte Zähne habe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich eine Zahnspange... Ich wollte mal eine haben und habe mir eine aus Draht selber gebastelt. Also so einen grünen Draht. Das hat einfach nur wehgetan. Das war ein ganz gruseliges Gestell. Das hat echt wehgetan. Das sah unheimlich bösartig aus und hat mir den ganzen Mund zerschnitten. Aber ich wollte unbedingt eine Zahnspange. Die habe ich mir jeden Tag neu gebastelt. Ja. Aber ich hatte nie einen. Ist immer deine Schwester deine abgegeben? Ist die Frage? Nee, die hat mir nicht gepasst. Ah, so, du hast die echt ausprobiert. Was stellt ihr denn? Ja. Na, die, nur dieses Ding, was du zum vorne reintun hattest, dieses Plastikding, das habe ich nur wieder benutzt. Danke. Das ist jetzt erfahren. Das, was du auch täglich benutzt, genau. Ja. So, Magic Edited. Ich habe mich das zu nehmen. Magic Edited fragt, werdet ihr vielleicht mal eine kleine Deutschlandtour machen? Geil, was, wär's was sagt ihr dazu? Also, das finde ich cool, find ich eine coole Idee. Die Idee ist cool, aber. Ich finde dieses auf nur auf Hauptstädte in Deutschland beziehen, finde ich gar nicht so. Deutschland hat noch nicht so viele Hauptstädte. Nur die Hauptstädte auf Europa zu beziehen. Allgemein, auch wenn nee. Muss ja nicht immer eine Hauptstadt sein, so in den anderen Ländern, auch wenn das einfach eine geile Stadt ist, so. Ich würde nach Venedig gehen zum Beispiel. Ja, na klar. Also,
ich sag ja nur, dass wir nicht unbedingt in die Dörfer fahren. Ja, das stimmt. Ja, das Problem ist halt aber auch immer, dass wir alle dann zusammen eine Zeit finden und so eine kleine Tour, der jetzt schon bestimmt eine Woche Zeit, weil wenn man durch Deutschland nur fährt, das dauert schon. An sich wäre es aber geil. An sich wäre es natürlich und geil. Wir fahren wirklich billig mit Erdgas. Und wir fahren billig und wir würden ja bestimmt auch bei euch übernachten dürfen. Und ja, das Auto ist schon fast im Arsch. Hallo Paris hat's noch mitgemacht. Also. Jo. So. The Dom 3LP fragt, wie wär's, wenn einer von euch mal irgendwo, wo viele Menschen sind, mit einer imaginären Person streitet? Ja, das hat Robin jetzt als letztes gemacht, Alter. Guckt euch mal das Ghost-Video an, das ist sowas ähnliches. Das fand ich übrigens sehr geil. Vielleicht ist das auch, vielleicht ist das, ist der Kommentar auch auf Grundlage von dem Video entstanden. Aber das Ghost-Video, das kommt eigentlich schon auf sowas dran, finde ich. Der streitet erstmal nicht wirklich, aber... Ja, aber wir wollen es ja vielleicht noch ausbauen und ein komplettes Video machen, was ich dann Fight Club-mäßig hat auch einer kommentiert, mit mir selber rumrangele. So, ja? Jo. Also, kommt vielleicht. Spin FK fragt, oder sagt, kein Kommentar. Top. Sehr gut. Timster Beam fragt, wie geht's? Gut. Ja, ja, gut. Wir waren heute. Wir waren gerade bei Munzo essen, also mir geht's gut. Weil jeder weiß, was Munzo ist. So ein Fan von Munzo. Munzo, der beste Döner ja, auf jeden Fall. Welt. Kann ich bestätigen. Alter, der Typ scheint echt interessant zu sein, Robin. Wer? Ja, wirst du gleich sehen. In der nächsten Frage von Synchrofaserklon. Ja. Hi, moin. Wer ist kenne ich. Wer ist der Ernst? Typ an der Wand? Hi, Ernst. Ach ja, hier. Sanji. Frage wurde ja schon geklärt. Geiler Typ. Sanji, unser Held. Warum lacht ihr dann? So, RC-Freak 147 ist sagt, das, ist das geiles das Video. Mit? Danke. Ich muss verraten. Inwen T-Taser sagt... Also du hast echt Probleme, den englischen Namen vorzulesen. Ja. Weil er nicht Frau Inventaser. Er hatte nicht Frau W-Punkt im Mund. Ach doch, scheiße, ein bisschen schon. Ich hatte auch Frau Alter, Inventaser, was sagt denn Inventaser? Genau, genau was sagt ihr zu War of the Games? Hat mir schon gesagt. Tillmann Holiday, ich schreibe nur ein Kommi, damit du mich nicht schlägst. Jetzt wirst du geschlagen. Ich finde die Augen süß. Das nächste Mal, wenn ich dich sehe, klatsch ich dich weg. Ich finde das bei dir süß. Weil er provokant ist. Das geht nicht. Ich ja. Geil. So, Maggie, sagt oder fragt, geht mal in einer Großstadt zu irgendwelchen Leuten und sagt dem, wach auf, es ist nur ein Traum. Und dann der nächste zur selben Person. Lol! Kurzes Schweigen, ja, aber die Idee. Sondern die Do It. Make It. Nein, Mann. Die Do It List. Make It haben ja die Dings schon gemacht. Ja, ich weiß das so irgendwann. Ja, und es ist schlecht. Make ist das falsche Wort. Ich hab's schon als gehört. Prinz Sanji, ich sag's dir. Make It ist falsch. Das heißt doch nicht Come Bake. Und Prinz Sanji fasst das nicht immer alles als Hate auf, Mann. Das ist konstruktive Kritik. Ja, und wir machen auch keine Politik. Unter Kollegen. Wir machen keine Politik. Digga. Alter, Dicker, das ist wirklich... Und dieses Prolo-Gehate ist echt einfach nur... Digga, mach dir mal ein konstruktives Zeichen von... Wir haben alle bleibende Schäden, Dicker. Alter, mach das echt nicht mehr. Alter, Dicker, Leute, was labert ihr da? Ja, das ist echt schlimm. Guck dir dein Bein an. Bei dem Thema sind wir uns nicht ganz einig. Kalle, möchtest du noch mal was formulieren? Kalle? Was von Prolo? Achso, das ist Jackson von Prolo. Ja, ich finde einfach dieses Prolo, Juhai, Schmalf ist das dumm. Okay. Lenny the Boss 100. Gab es schon mal Momente während einer eurer Aktionen, in denen ihr euch einfach nur gefragt habt, was zum Teufel mache ich da gerade? Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Fällt mir spontan nicht. Ich fand es fürchterlich, als Hitler geschrieben zu sein mit diesem Bärchen. Ach, und den Augen. Du warst so unangenehm. Das fand ich gar nicht so unangenehm. Ich fand das so schlimm. Wiener Schnitzel! Also Hitler geschminkt, das bin ich so aus der Schule gewohnt. Dieses grinsige Gesicht und den Arm nach unten. Ich hab den nicht hochgekriegt. Was zur Hölle mache ich hier? Das ist wieder übel. Also mir ist das persönlich noch nie in den Kopf gekommen. Wir wissen halt irgendwie, wir was gedreht haben. Wir wissen eigentlich immer, was wir machen wollen und warum wir es machen. Und es macht immer Spaß. Dass es sich lohnt. Jo. Ja. Rob ST oder so. Ist irgendwann mal ein Video zusammen mit Prinz Sanji und den Freeman Boys geplant, vorgesehen, gewünscht, gewollt, geschniedelt, was auch immer. Oder macht ihr nochmal Videos, in denen ihr euch einfach
zeigt, wie gewaltig eure aparten Genitalien im Vergleich zu deren der Freeman Boys sind. Würde mich darüber freuen. No homo. Also ich würde gern was mit den Freeman Boys machen. Ich glaube, das geht uns allen so. Ja, wir werden filmen jetzt. Wir warten ja seit 2 Jahren jetzt, oder? 2011 haben wir das Video gemacht. Seit 2 Jahren warten wir auf eine Antwort von Sanji. Eine Videoantwort natürlich. Er hat doch schon mal gesagt, hier kommt auch nach Hamburg. Ja, wir sollen wieder vorbeikommen, gell? Aber, ja, aber Hamburg ist eine Idee wert, also da können wir schon mal hinfahren. Könnte man mal ja, ich finde dieses grundsätzliche Rumgeprolle, wie gesagt, wir wollen ja nicht prollen, wir wollen ja ich glaube, es ist so. Egal, ist egal, von welcher Seite es kommt, aber... Das ist echt wichtig. Dieses, was schon. Dieses Hin- und Hergeprolle ist halt echt. Ja. Ist wie ein Kindergarten, das ist halt echt. Ja, aber warum? Also, wir haben ja das Video nicht zum Rollen gemacht, aber wir wollten halt mal unseren Senf dazugeben. Mhm. So. Jo. Bitte keine Dedo-Klatsche von Chuck Norris, der kommentiert auch, guter Mann. Ihr solltet bei den neuen Dancer-Videos die Kamera besser verstecken, denn dann würden die Reaktionen der Leute sicher ganz anders ausfallen, als wenn sie schon vorher sehen, dass sie gefilmt werden. Jo, erstmal, das bezieht sich auch auf den Zweitkanal aus Terra Fact. Und das Special, da geht uns das alles so ein bisschen... Ja, und außerdem sehen die ja dann nur den Rücken von dem Kameramann. Ja, also die sehen ja nicht unbedingt, dass ich jetzt gerade filme. Die sehen ja nur, dass Robin da abspackt und dann sehen die, ach du Scheiße, irgendwie doch, die sehen das schon, aber das ist halt das... Auf dem Zweitkanal hier neu. Bei den neuen Dancer auf dem Hauptkanal, das ist anders. Da sind die immer versteckt, da hoffen die das nie. Aber bei dem Zweitkanal ist es halt so, das ist halt ein neues Konzept, diese One-Clips, dass du halt diesen komplett durchziehst und so wie. Das kann man nicht machen. Ne? Ein ganzes Lied einfach durchziehen, komplett versteckt. Das ist halt einfach ein am Konzept. Das ist einfach das Konzept. Einfach durch die Straßen laufen und das Robin einfach extrem abspackt dabei. Ja. Warum eigentlich nur Robin? Du kannst auch gerne mal, also ich habe nie gesagt, dass ich das nur alleine mache. Herr Rotes. Will auch mal, der soll sich nur mal... Herr Rotes! Piep! Du brauchst einfach was Kürzeres, wir nennen dich jetzt Herr Rotes. Rott, wir nennen dich Rott. Rott, ey, Rott Nein. ist cool, der hängt da. Herro. Undermaker 4535, das könnte dich vielleicht interessieren. Ja. Wie seid ihr so spontan und gebt einen Scheiß auf, was die anderen Leute über euch denken? Am liebsten würde ich es genauso machen. Ist euch nicht unangenehm, wie die Leute einen dumm anstarren? Und wie habt ihr beim ersten Mal gewunden? INB4 YOLO Gruß. Das ist echt eine gute Frage von dir. YOLO Gruß? Das müsst ihr mal gerne beantworten. Ja, na, kurz umrissen haben wir das ja schon. Ne? In den Ask-Videos jeweils. Ansonsten kann ich mal mein Video empfehlen: Erwachsen werden und gesellschaftliche Erwartungen oder so. Eins meiner besten Videos. Finde ich übrigens auch sehr gut. Interessant. Kann ich mal zeigen. Wird jetzt hier eingeblendet? Nein, viel Spaß nicht. Beim Schneiden. Wird's nicht. Also, ich persönlich finde, es hilft ein bisschen, wenn man sich. Es hört sich doof an, aber es hilft ein bisschen, wenn man sich sagt: ey, ich bin der Coolste. Es hört sich wirklich cool an. Es hört sich simpel und dumm an, aber es ist halt einfach, wenn du dir ein bisschen denkst, dass du halt, dass die Leute in ihrer gesellschaftlichen Norm hängen geblieben sind und immer sagen, so, der passt hier nicht rein und deswegen finde ich das komisch so. Das ist ein bisschen Quatsch so, weil wenn man sich auslebt, dann ist das echt kein Grund, das komisch zu finden, so finde ich. Und das hilft halt echt, wenn man sich sagt, ja, dass man ein bisschen über den steht. Das hört sich wirklich echt ein bisschen, auch ein bisschen arrogant an und so, aber es ist halt echt, wenn man sich das denkt, es ist ja nur während man filmt, ja? Sonst bin ich ja immer ganz normal. So. Aber wenn ich mir das so dabei denke, dann kann ich da machen, was ich will. Weil ich mir denke, wenn die jetzt sich denken, ja, das ist total behindert, dann denke ich mir nämlich, das ist noch behindert, das zu denken, dass es behindert ist. Ja, diese Vorurteile oder... Also die Person urteilt dann über dich, ohne dich weiter zu kennen. Genau, hey, das, genau das ist es. Also, genau, das ist echt der coole 7. Nein, aber das was Robin gerade gesagt hat, ist echt der Punkt. Dass die Leute kenne ich überhaupt nicht, die wissen überhaupt nicht. Keiner von denen würde erwarten, dass ich mein Studium gerade mache und dass ich Schauspielerei mache oder so, dass ich im Fernsehen unterwegs bin. Die würden alle denken, was ist das denn für ein Spaß? Das ist total dumm, total oberflächlich. Und Spaß. So, jetzt hat er erstmal seinen Hate-Rage vom Stapel gelassen. Ohne Spaß. Dann ergänze ich noch kurz, bevor du weitermachst. Also besonders bei Leuten, die ihr gar nicht kennt, also so auf offener Straße, sollte euch das wirklich nicht so wichtig sein. Weil die seht ihr eh nie wieder. Ja, das sind Leute, die seht ihr nie wieder. Die können über euch denken, was sie wollen. Hauptsache, ihr habt euren Spaß so. Außer natürlich, wenn ihr die wirklich, also die Freiheit fängt da an, wo andere aufhört und bla und so. Ihr wisst schon, ärgert ihr Leute nicht zu hart. Und genau, ärgert nur, wie ihr auch geärgert werden wollt. So ungefähr. NWATB. Was passiert eigentlich meistens, nachdem ihr die Kamera dann aus ist? Ihr werdet oft gefragt, werdet ihr oft gefragt, was ihr da macht, oder wird die Polizei gerufen? Die Polizei wird gar nicht so oft gerufen. Aber manchmal sind denn da. Polizei hatten wir bei Heiko, weiß ich noch ganz genau, da war es richtig kritisch.
Wir haben einen Clip gemacht, da ist Robin ganz normal durch irgendwelche Tische durchgelaufen als Psycho. Und 5 Minuten später standen halt wirklich kamen zwei Sixer angefahren, richtig bloody, richtig hart halt, weißt du, wie als wäre da gerade jemand umgebracht worden oder so. Halt, total überzogen auf jeden Fall. Da muss eine mega hysterische Person angerufen haben, glaube ich. Ja. Ohne Spaß, auch bei Metal Gear war genau das gleiche. Auch weil eine Person angerufen hat, die gesagt hat, der hat ein Messer dabei. Es war eine Mutti mit Kind und die dachte, das ist ein übelster Amokläufer in Armeesachen. So Stress mit Bullen haben wir gar nicht. Also wenn, suchen wir uns den Stress mit Bullen. Ist echt so. Ja. Wie du heute erst. Wie aber heute seht ihr erst demnächst. Ja. Genau. Im Joker-Video. Es wird hier nichts eingeladen. Ja, nee, ist echt so. Es gibt eigentlich auch relativ viele coole Polizisten. Also nicht so viele, aber es gibt schon... Also gibt auch viele dumme... Das im Iron Man-Video zum Beispiel, die waren auch cool drauf, die drei, die ich da hatte. Auf jeden Fall, also das Ding ist halt echt, dass die Leute, ein paar klären wir auf, klar, ein paar müssen wir aufklären wegen Rechte am eigenen Bild und sowas, ne? Hier, wo es gerade gefilmt und so. Natürlich wirst du, wenn du halt durch die Straßen rennst, als Iron Man oder was ist immer, als Joker, dann kommen natürlich auch alle 5 Minuten Leute an, die Fotos von dir machen wollen oder so. Oder die halt fragen, was wir machen. Das ist halt so die Standardfrage. Was macht ihr hier? Wieso macht ihr das denn so? Nein, habt ihr eine Wette verloren? Ja, das kommt auch ganz so. Junggesellenabschied. Ja, das auch. Jo. Flugrot fragt, wer von euch ist am öftensten in einem Polizeiauto mitgefahren? Vorschlag, ihr solltet vielleicht mal was das in Richtung... Das ist schon das nächste. Geile Frage. Die Frage ist beantwortet von Kalle mit 1, oder? Hey, ich bin auch schon mal im Polizeiauto mitgefahren. Nein, ich meine jetzt nur wegen unseren Aktionen, dachte ich. 1 was? Na, du nur einmal. Und das war Metal Gear, oder? Sonst gar nicht. Wer ist am öftesten mit dem Polizeiauto mitgefahren? Also jetzt nur wegen unseren Videos, meine ich. Hey, wo wurde er denn bei Metal Gear mitgenommen? Ich wurde da gar nicht mitgenommen. Ich wurde nur und außerdem warst du und Kalle, ach nee, da kamen die zu euch hier im Anruf. In unseren Videos? Ansonsten, klar, bin ich auch schon mit dem Polizeiauto mitgenommen worden. Aber so direkt wegen den Videos eigentlich nicht. Wir wurden sogar mal alle drei mit. Ja. Ja, aber das ist doch die Frage, oder? Es geht dann nicht um die Actions, oder? Nee, ich gehe da. Ja, so öfter im Polizeiauto. Also ich habe... Jeder zählt jetzt erstmal. Auf jeden Fall, das ist nur einmal. Ich habe auch nur einmal. Ich glaube, ich habe nur einmal auch. Ich glaube, ich habe zweimal mindestens. Ja, du hast einmal hier aufs Dach klettern, glaube ich, ja, oder? Und einmal dann mit euch. Genau. Da habe ich Glück gehabt, da war ich noch minder, da war ich 15 und war völlig straff. Und die sind hier irgendwo hochgeklettert, ey, und da kommen auf einmal die Bullen, ja, und die zwei von Kumpels von uns sind oben. Ich war oben. Ja. Es war eiskalt und die Leiter zum Hochklettern war komplett vereist. Aber wir waren richtige Männer. Und die sind da besoffen hochgeklettert. Und ich war halt auch, ich war 15 und straff, und dann kommen auf einmal die Bullen an. Und Robin so, renn weg. Und ich, Alter, wäre ich weggerannt, dann wäre ich 2 Meter einfach umgefallen, dann hätte er da gelegen, ey. Also ich habe 2. Ich habe 1. Auch noch einmal. Habt ihr beide Gleichstand? Also gar nicht so oft. Ich gebe da auch eigentlich so einfach einen Fick drauf, so, weil du so bist. Weil nee, du der Coolste bist. Darum geht's nicht, das habe ich nicht gesagt, aber einfach weil, weiß nicht, das ist halt warum so ein. Ende ist einfach egal. So ein Abhackding, Alter. Weil ich die Mülltonne angezündet habe. Also, ja, Alter, das Brandstifter. Gut. Aber dafür habe ich schon einen Eintrag in mein Polizeiheftchen oder was weiß ich, wie das heißt. Ich habe einen Verstoß gegen das Bombenschutzgesetz oder so. Weil ich am 3.1. Böller dabei hatte. Oh, echt, richtig heftig. Krass. So hardcore. Ich wurde heute erst von Bullen kontrolliert. Ich bin sauber, haben sie gesagt. Darf's wieder gehen. Gut, was er vorschlägt, ihr solltet vielleicht mal was in Richtung Sorbing machen. Stelle ich mir lustig vor. Das ist so in einem, das habe ich extra gegoogelt, in einem riesigen, aufgeblasenen Ball. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Einen Berg runterrollen. Ich würde eher machen, wir sagen, wir machen auf dem zweiten Kanal ein Trash-Sorbing, wo wir in irgendwelchen Tonnen oder so rumrollen. Wir bräuchten auf jeden Fall eigentlich mal diese Gymnastikbälle und dass wir mal gegenseitig aneinander spielen können. Aber die Videos gibt es natürlich schon 1000 Mal auf YouTube. Macht trotzdem Spaß. So, der nächste Kommentar. Orange, just do it. Ist auch ein Fleißiger. Ja. Hat einer von euch schon mal das Zungenbändchen gelasert und eine Gaumenspalterweiterung bekommen? Was? Gute Frage? Nein. Nein. Weißt du, wisst ihr jetzt auch nicht. Oh ja. Er ist Meister des Wortspiels. Axt ins Bein LP. Axt ins Bein. Ach, Axt. Axt kein L. Axt ins Bein LP. Ihr wolltet einen Cockmensch. Lei. Ja. Mir geht's gerade heiß an. Ist das hier eng?
Ja, ja, aber auch. Erzähl doch mal was. Oh, den Kommentar kenne ich auch noch nicht. Ich möchte das erzähl doch jetzt mal was. Lies mal bitte laut vor. Seid ihr Fans von Serdar Sunçun? Oh, Serdar Sunçun. Bei Herrn, ja, ja, bei Herrn Robbins eloquenter Rosetten-Rhetorik fühle ich mich manchmal an ihn erinnert. Und so viel ich weiß ich gar nicht, dass welche von euch studieren. Aber was studiert ihr eigentlich genau? Der heißt Otzi Schotzi übrigens. Otzi Schotzi. Ja, Serdar Sunçun ist ein guter Typ. Also manchmal finde ich es. Manchmal finde ich es etwas zu. Ja, ich komme nicht drauf. Übertrieben? Nee, nicht übertrieben, sondern zu stumpf einfach, weißt du? Ja. Nicht. Ja. Mann, ich krieg's echt nicht formuliert. Halt zu einseitig. Aber ist ein guter Typ auf jeden Fall, ist auch sehr redegewandt. Ich mag seine Interviews besonders gern, weil er auch die Interviewer gerne mal vorführt. Und ja, an sich. Das war Kalle, das habe ich gehört. Kalle. Daniel, seine sind also, viel größer. Ich hätte doch Vibration hier gespürt. Stimmt, bei Daniel spürst du das. Ja. Mit so einem ganz tiefen Ton. Ich habe gar keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ach so, ja, warum erinnere ich dich an den? Das würde ich gerne wissen, weil eigentlich an sich, ne? Ja. Für Robin auch auf ich würde gerne öfter so sinnlose Hate-Videos machen, aber die sind dann halt auch so wieder so einseitig. Und aber um Hater zu provozieren, das macht schon Spaß. Robin macht halt konstruktive Kritik, das kommt manchmal nicht so rüber. Aber ich finde Serdar Sunçun übrigens auch einen der intelligentesten Köpfe hier in Deutschland. Vor allem gerade in dieser Szene, dieser Comedy-Unterhaltungs-Entertaining-Szene. Weil es da echt nicht viele Menschen rein, die an seinen Intellekt rankommen. Weil, ja, also ohne Spaß, also echt guter Typ, ohne Spaß, ich kann da gar nicht viel mehr sagen. Der ist echt intelligent. Ja. Schade, also ich feiere den richtig. Also einfach wegen seiner Intelligenz. Nicht mal wegen den ganzen Hasssachen, die er macht, wegen der Hasspredigerscheiß und so, sondern der Mensch an sich ist einfach geil. Der ist clever, der ist jetzt drauf, der ist und so. Ich kenne ihn übrigens nicht. Ja. Studieren hatten wir schon mal hier. Studieren haben wir vorhin schon geklärt, so halbwegs bei den Berufswünschen. Aber auch in Hasen eigentlich gesagt. Was studiert wird? Naja, du studierst ja Online-Scheiß. Ja, du hast ja genau das. Was studiert ihr eigentlich genau? Online-Scheiß. Du hast bei Ask nämlich falsch gesagt, du Niffer. Du hast gesagt, studier Mediendesign oder sowas. Ich hab gar nichts gesagt. Ja, auf jeden das Fall war sein Part. Auf jeden Fall war es verkackt. Was studierst du denn genau? Online-Medienmanagement. Also, das weiß ich doch. Online-Medienmanagement. Ehrlich? Das weiß ich doch. So. Kioma Durendal fragt: Magst du mich? Ja. Ja. Weil du kommentiert hast. Ich mag alle, die kommentieren. Ich mag dich auch, weil du eine schöne Persönlichkeit hast. Du magst alle, die kommentieren, dann ist der nächste wirklich was für dich. Ranzaka LP hat geschrieben, ein Kommentar. Sehr gut. Den hatten wir irgendwie schon mal. Ja, weiter. Den Spam auch. Nee, scheiße, oder? Hey, was habt ihr gemacht? War das die Frage? Wie findet ihr Zirkus Halligalli von Ragosch 10? Ich muss zugeben, ich habe bis jetzt nicht eine Folge gesehen, ich habe immer nur Ausschnitte online gesehen. Ich habe es trotzdessen, dass wir das Rangel-Video gemacht haben. Ich bin Fernsehkind, also ich habe jede Folge gesehen und ich finde Zirkus Halligalli echt ein super Konzept, gerade für ProSieben, weil ProSieben ist halt echt so ein sehr kommerzielles Entertaining-Ding, wo echt vieles geplant ist. Aber diese Joko und Klaas-Redaktion, also die Redaktion, die dahinter steht, die machen halt solche geilen Sachen, die echt voll out of order sind, so, weißt du? Die sind nicht, die machen halt echt viel, worauf die Bock haben, so, weißt du? Und das gibt's nicht oft, vor allen Dingen bei der Sat.1 Pro 7. Ich möchte auch noch was zu trinken, bitte. Das ist halt oft echt viel gestellt und gemacht und nach hier, das ist gerade Trend, da machen wir das. Aber Zirkus Halligalli, die Redaktion und alle, die Producer, die dahinter stehen, die sagen halt echt, komm, wir machen das, worauf wir Bock haben, so. Und ich finde es auch gut, dass sie da so alte Sachen wie diesen Neo-Paradise-Stil und diese MTV-Home-Sachen mit einbringen. Das finde ich echt gut. Falsch voll, ey, Digga. Okay. So, DFCBMR sagt, ich finde es echt cool, dass ihr jetzt auch sowas machen wollt. Guter Satzbau würde ich auf jeden Fall meinen. Ich hätte da mal eine Frage an aus dem Fans, Alter. Oh, Entschuldigung. Oh, nicht. Frage an Robin, der ist gerade nicht da. Könntest du vielleicht mal einen Teil von deiner Klausur, die Philosophie des Skateboardings, irgendwo veröffentlichen oder vorlesen? Würde mich echt interessieren. Ist die Seminarfacharbeit, meinst du? Es ist die Seminarfacharbeit von mir, Robin, und dem vorhin schon erwähnten Patrick.
Und wir können ihm dann mal sagen, vielleicht kann er etwas veröffentlichen, ja. Das Skateboard-Video ist übrigens auch veröffentlicht. Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, als was ihr arbeitet. Waldorfschüler. Ein Waldorfschüler, Student. Hotel-Tossi. Und nichts im Band. Im laufenden Band. So. No-Name TV Studios fragt, was uns wesentlich... Herodes. Trinkt nur Wasser. Ja. Jisch. Was uns wesentlich interessiert ist. Herodes. Ihr werdet doch sicher in eurer Stadt Herodes, kleiner Bruder. Erkannt. Lies nochmal vom Schön. Warte, wenn alles ruhig ist. Hey, ich hatte das mit Geschmack. Alter, es ist jetzt scheißegal, dass ihr das alle... mit Geschmack. Oh komm, Daniel, für dich. Komm. Bei mir ist auch Geschmack drin. Jetzt nochmal die Frage, Freunde. Bitte. Anja, Schlotter. Welcher waren das? No Name Studios? Ja, No Name TV Studios! Aber das hatten wir doch schon. Was uns wesentlich interessiert ist, ihr werdet doch sicher in eurer Stadt erkannt. Was für Reaktionen kommen von den Leuten so? Sicher werden mehr Leute eher nur gucken, als euch anzusprechen, oder? Mit freundlichen Grüßen, No Name. No, oh, das ist verschrieben. No An TV, sorry, Digga. Liegt das auf jeden Fall richtig. Ja, das habe ich in einem Kommentar kurz umrissen. Oder wollt ihr es mir sagen? Ich wollte nur sagen, dass ich es manchmal etwas seltsam oder störend finde, wenn die Leute etwas erwarten. Ja, also, man hat den Ruf, dauernd irgendeine Action zu machen, aber manchmal will man noch einfach nur in Ruhe Skateboard fahren oder so und macht halt nicht irgendeine krasse Action so. Und diese Erwartung ist manchmal ein bisschen nervig. Auf jeden Fall. Also, das Ding ist, die Leute, die uns nur von den Videos kennen, ja, und halt. Das Ding ist halt, ja, dieses dafür bekannt sein, ja. Das ist eigentlich, die Leute sehen uns, wenn einer von euch mit uns mal einen Tag rumchillen würde, ja, wir denken, Alter, das sind ganz normale Leute, so, weißt du? Weil die so ein bisschen das Denken ist, ja, das sind total abgefuckte Typen. Und das Ding ist halt, wenn du nur das von den Leuten siehst, ja, dann denkst du halt, die machen den ganzen Tag nur das. Das ist halt totaler Quatsch, ja. Ich gehe auch im Rewe einkaufen und kaufe mir, keine Ahnung, mein Bier. Du machst nicht. Und gehe dann abends auf Party und so und weißt du, und mach nicht besonderen abgefuckten Scheiß als alle anderen auch. Ja? Naja. Bloß wenn ich halt Bock drauf hab, dann schon, ne? Das ist halt vielleicht der kleine Unterschied. Wenn ich Bock drauf hab, dann mache ich auch mal irgendwelchen crazy Stuff so. Wie jeder. Also wir dancen in der Disse immer alle unter den Tisch, ne? Ja, okay. Disse dancen ja alle unter den Desk. Unter den Desk, ja. Da sind wir die Master, ja, im Dancen. Mit DJ Bobo. Ja, DJ Bobo Freedom. Ja. Hast du was zu suchen? Ihr seid die Besten, macht weiter. Guter Mann. Machen wir. Das war richtig gay, Alter. Super Pipi Choro. Ich liebe sie und ich brauche den Dildo-Klatscher. Jetzt sind wir bald durch. Gib ihm eine, Alter. Du kriegst den Dildo-Klatscher. Wenn wir uns mal sehen, kriegst du den sofort. Wir sind wahrscheinlich nicht auf der Gamescom dieses Jahr, oder? Ansonsten müssen wir den mitnehmen. Ich so jeden klatschen. Jetzt sag nochmal Penis und dann sind wir durch. Penis! Penis! Hello to the English section of this video, my international friends. Okay, first of all, I have to say this is the very first video of this series. That's why it's a little bit unplanned and spontaneously filmed. Next time we will sort the questions and ideas out and leave those comments out that say dildo or I don't want to get slapped or something like that. And yeah, we're a bit tired in the English section because it was already after midnight when we filmed this. Yeah, sorry for that. Last but not least, keep posting your questions and ideas and so on because the English section is much, much shorter than the German one. Yeah, that's it. Enjoy. Cheer. Hello again, welcome to the English part of this video. Hello. Hello. Hello, what's up, buddy? And welcome, Eric Turnwall. Because he asked, will you do more Ask episodes? Yes, we do. We would like to do them more frequently. Alter. Do we also want to do a trilogy? Like the other videos. I would like to do them like not once a month, but maybe every 2 months. Yeah. So so there will be more of those episodes. Yeah. So look out for Carl Piper because he dodges our stilo slap. He's dodging it, you know. He Yeah. Comes and say.
funky shit or that. Clever Jam will ask, I'm very stupid and I don't know, and I don't know, have any ideas for you right now. Just do some funny pickup or hitting on girls or something or being crazy or weird or just make me laugh. Yeah, I think we're good at making you laugh. I hope we're good at making you laugh. And yeah, picking up chicks, you know, a lot of YouTubers are doing that stuff with hooking up on chicks or picking up chicks or getting girls' number and stuff like that. And you know, for me, it's kind of, you know, it's used too often, and it's wouldn't be very cool if we do that. As we said in the German part, we want to stay original and innovative and creative and do stuff that nobody did before. Next. Sphere Tech Future asks, now he's saying, I think it would be difficult for you guys to speak English. I think you should just do a German one. Well, we're trying it at the moment, so I think we answered the question. Yeah, so now you can you can make your own. It's pretty difficult for us to speak English. Not. Oriana loves MU. How did you choose the name Nosterifu, and who edits the video? Okay. Question mark. I first thought this question was German, but it's not. I'm editing the videos because I started it 2008, maybe? I don't know. No, correct. 2009, when I first started to edit Skate 2 videos on his PC. Yeah. On his computer, and yeah, it was fun. And then 2009 we got the very first camera, and yeah, I started to do real life videos, first skateboarding shit, and then yeah, the very first video was the retirement home prank. It was pretty cool. Yeah. Yeah. It was the really first video was the one the car surfing. Ah yeah, the car surfing one. Yeah, but that was not the prank. Yeah, the but the editing was very funny. Yeah. I do remember that one. Yeah, so Popeye Pro doesn't want to get now. I leave a comment, but could I get slapped by the Excalibur anyway? By the way, really cool spelling of Excalibur with E-G-G-Z. Yeah. I like it. Fuck those guys. Where's the dildo? Yeah, we'd like to dildo slap all of our subscribers, but I think it's difficult. I want to add that English comment of Matthias C. again. Yeah, because he still got the profile picture of Con Mario. Sanity before my shingle. Give me my... No. I am the great Con Mario. My treasure. I am the great Con Mario and I keep it on my bangle. Yeah, just for your information, he's from a very special German school, the Waldorf School. Is there a Waldorf School in Steiner School? Steiner School. Other countries? Is there? Yeah. So that's why his English education is not that good. But, yeah. Why don't we let him read the next question? Yeah. Okay, here. Try Waldorf English. Which one? Which one is it one? The very first question of Mr. I don't know. Why are you so awesome and retarded? And so on. Then you go on reading, you know? It's awesome. Yeah. Go on, answer the question, please. Which one? Why are we so retarded? We had a similar question. Just want to say... No. This question. We had a similar question in the German part. We are not that awesome because we are just ordinary people, you know. But we are that retarded. The thing is that you're only watching our videos where we are going crazy all the time. But yeah, we are. In normal life, we aren't so crazy. Yeah. I mean, but we are so awesome. We are pretty retarded sometimes. Yeah, sometimes. Very much. So, just want to say that I love
Annoying Dancer. Ja. Yeah, Double Point 3. Yeah, I had that smiley. It's supposed to be a kitty cat, I think. It's cute! It's not. It's a cute it's kitty not cat! Cute. All the girls are riding that. That's yeah. What's why that's why it's gay. 06150 asks. Yeah. Says, I love the Annoying Dancer too. The one clip takes, the one take wonder clips, penis. And the full, completely edited operation, moshing, skanking, and Gangnam Style, also great fun to do. Matthias Glenfor asks if the has the dildo ever been used? Been used? Mm-hmm. Been. Been. Has the dildo ever been used? No. Not, no. A, not in a way you normally use a dildo. Yeah. But we use it pretty often to slap somebody. Well, this one. Oh, yes. This one. Brian Bedont. What sports do you like and what teams? Yeah. Skateboarding, that's it. I started to play rugby in my study old town, my study town. And it's pretty cool, I like it. You should try it too, it's much fun. Rugby. Yeah. Rugby. Yeah. Okay. And you, Karim, which sports do you like? Which sports do I like? Well, I did a lot of sports like judo or football, tennis, what else? Skateboarding, yeah, stuff like that. I like sports of every kind because I'm of any kind because I'm, you know, I'm kind of talented. Yeah. Yeah. Absolutely. Yeah, I just know how to describe that, but I like sports. Absolutely talented. But yeah, teams. Are we fans of football or stuff like that? No. I only watch football when it's World Cup. Yeah. But also just for fun, making fun of public viewing. And screaming around. Yeah, by screaming like a retarded piece of crap. Yeah, he's pretty good at that. Yeah. Pretty good. I don't know what spielt auf Zeit, Jungs, on English means. Play on time, guys. I don't know. I don't think so. Yeah, no. You know, the most important phrase for Robin is important ball! Important ball! Ooh, that was important! Yeah, and Feuerwerk! Which means fireworks. But it's kind of meaning go for it. Do it. Yeah. Do it! Zach Petrovsky. You guys should film another Slenderman scare prank. I don't think so. I think it's one of the lamer video, one of the lamer videos, because it was filmed at night and it was not about crazy shit, more like ordinary, I don't know, scare prank, usual, I don't know. Yeah, scare pranks are not that crazy, not that innovative, not that creative. And that's why I didn't like the Slenderman video so much. What do you think? Agree? No. Yeah. Well, I think we want to do another one, we will do it. And, you know. We'll see. Yeah, we'll see. Let's see. Okay. Catman 377. You're really good at handling that dildo. Thanks. A lot of practice. But no, you don't need a lot of practice. Yeah. You just need to be talented. Yeah, talented. I can do it. Was that sort of cool? Yeah. Jesse Skelton, blow me. Yeah. I would absolutely blow you, Jesse. Jesse sounds like a female name in Germany. That's why blow me sounds a little bit weird. Nasty. Yeah. Possess within. Good idea. Thanks. Yeah. I don't want to slap. By Timbro 14. Everybody love Fox. I don't know if you mean Megan Fox. I don't love Megan Fox. But everybody does. No. He says, you guys are always freaking awesome. I don't think we're that awesome right now. We're just
stupid, stupid guys. Yeah. Hazel Nocturnal, I don't know. Hm? I don't know. Are you gonna go to Sweden and do some pranks there? Maybe, but it's not planned in the near future. We got time and money. Yeah. The next drugs and rock and roll. Sex. The next trips will go to Rome and Amsterdam. Should happen. Let's see. Amsterdam. Amsterdam. Yeah. Come to Greece by Allah. Yeah, should we come to Greece? A friend of us is in Greece. That's all I can say about Greece. It's like Sweden. We don't know exactly. Yeah, it's not in the near future. Yeah, it's not that near. We are traveling by car and not by plane. That's why. Yeah, Greece is not that near. And we've not all got so much money at the moment. I don't want to get dildo slapped by M. Dog Nirvana. Yeah, but you get. Yeah. Here's your fucking comment, Immortalis EL. Yeah, thanks. Sir. I love everyone who comments. Payback. I was wondering for a very long time what BBC could mean. Finally, I found out. Big black cocks, but this cock isn't black. What happened with Pink Battle series? Pink Battles? That's an interesting question by ex Skylar the Wolf. Did you end it? No, we didn't. We. God bless you to all. God bless you, madam. God bless you to all. No, it was just suspended for a long time. Yeah, for a pretty long time. But we are planning on already filming on new episodes, but it will be different now. A little bit different. You will see. Yeah. Kale Kamaka, take my comment! You earned it! Yeah. Thanks. Oh crap, I'm bossification. Yeah, oh crap. Teach us how to speak Serbian. the only word I know is, I don't know. Serbia. Serbia is the country where they fuck newborns in their movies. Yeah, I think so. Yeah, a Serbian film. Very good. Absolutely great. Do you know a Serbian film? Yeah. Mm. No? I've seen it. Gurken Sessel says Zone is. What? Zone is. Yeah. Okay. Zone is. Pretty cool comment. Yeah, absolutely. Gurkensessel, some fucking German dude. But he comment in English. He comment in English, yes sir. Yes, absolutely. Bella1243QWE. I like the video. Do I have to leave a comment? Yeah, you already did. Or will I be slapped with a rubbery penis? Well, you're not getting slapped with a rubbery penis unless you don't want it, but you can get slapped by that dildo. And, but you left a comment, so. Yeah. This is for you. This would be YouTube innovation, slapping people through the screen. That would be great. Freaky Me 2000. You are really funny. Oh, yeah. And you got the Joker as the profile picture, dude. You saw that? He's talented! I like that. Comment. Lazy Awesome said comment. And Nazgul CA wants a dildo slap. Dildo slapped? Yeah. Pretty many comments about getting dildo slapped. I should have left that out, I think. Yeah. Come up with a few questions if you want. If not. That's also cool. Yeah, but there are many, many comments about the dildo. Yeah. Mr. BankerCat1 got our last question. What's the worst trouble you've ever been in with the authorities? That's a nice last question. It's not about getting dildo slapped. It's not about simple penis jokes or something like that. Yeah, the worst trouble was... What was the worst?
The Wurst. The Wurst. The Wurst. What was the Wurst? The Wurst. What was the Wurst? The Wurst. Trabbel, wie lange heute? The Wurst. The Wurst. Trabbel, wie lange heute? We could just answer the question, maybe. I don't know. I guess Wurst was the Wurst. Trabbel, was the Wurst? When our camera was taken by the police because we were naked in the he was naked and you filmed it. Yeah. He was naked. I left my pants on. Yeah, you know the video. Rudy the Nudie is the video. The police saw each clip you can see in the video. So, we were naked in the electricity store. And the bodyguards or the security didn't like our idea of dancing with people. Of turning on the volume on the subwoofers and dancing around at customers. Dance like that. But actually they thought, because he was trying to record it very hidden, they thought he stole something. And that was why the security got us in their office. When I packed the camera away in my bag, I thought I just took it from the store. And that's why we went behind the scenes, behind the stage, behind the, in the surveillance room. And then they called the police and said, hey, we got them. We have to take your camera, and that was totally stupid. A few weeks. We had 1 year of suspension. I don't know. We were forbidden to go to the store, but we did go to the store in that year. Absolutely. That's pretty much the worst struggle. Yeah. Nothing too crazy. They took our camera for a few weeks. That sucked pretty much because we couldn't film, we couldn't do shit, but we got a new one. Yeah, that's actually the reason why we bought a new camera. Yeah. It's pretty stupid. And then we got it back. Yeah. And then we got it back and they said, everything's fine, nothing. It was just a act of stupidity. Yeah. Yeah. Who would have expected that? Yeah, so. Okay, that was our last question. Ada, our last question was again like the other one, penis. Penis! Penis! Absolutely. Kommt das da noch mit rein jetzt? Was? Das jetzt? Nee. Was? Das schon. Penis! Jo, mach gut. 12. Reiniger Hitler. Herodes.